Heute ist der internationale Frauentag und Basel hat gerade das ganze Jahr etwas zu feiern, nämlich das 50-Jahr-Jubiläum vom Frauenstimmrecht. Unglaublich aber wahr. Erst seit 1966 haben bei uns auch Frauen an die Urne dürfen. Die Ursula Nakamura mag sich noch gut an die wegweisende Abstimmung von 1966 erinnern. Weil ich persönlich einige kennt habe, die sich immer dafür eingesetzt haben, hat es mich einfach auch gefreut, dass es jetzt endlich so weit war, weil sie haben wirklich hart darum gekämpft. Und wir haben es ja immer gewusst, dass Basel fortschrittlich ist, dass wir den übrigen Schweizer nicht so deutlich sagen. Wo dann im 71 auch der Rest von der Schweiz Ja gesagt hat zum Frauenstimmrecht, ist sie politisch aktiv geworden. Jetzt haben wir Frauenstimmrecht und jetzt gibt es Tagesbetreuungsstätte für Kinder. Und ich bin gerade einmal dem Verein, der sich dann genannt hat, Vereinigung für Frauenstimmrecht Basel, beitreten. Und wir haben eine Initiative gestartet und gesagt, so, das haben wir dann relativ schnell. Ja, also jetzt sind wir im Jahr 2016. Es ist noch nicht die grosse Selbstverständlichkeit. Das Jahr zum Frauenstimmrecht sei zwar ein Meilenstein gesehen auf dem Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann. Für Ursula Nakamura sind wir aber noch lange nicht am Ziel in Bezug auf Karriere, Lohnfragen oder auch häusliche Gewalt. Die historischen Abstimmungsplakate hängen ab morgen 2 Wochen lang zu Basel. Der Verein 50 Jahre Frauenstimmrecht läutet mit dieser Kampagne das Jubiläumsjahr ein. Die Plakate sollen einerseits provozieren, aber der Öffentlichkeit auch aufzeigen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Frauen in der Politik dürfen mitbestimmen.